mich als erstes bei dir bedanken für deine Zeit, dass ich das mit dir machen darf. So als kleine Intro eben, ich habe dir vorhin gerade ein bisschen erzählt. Meine Vision ist einerseits, dass ich meine Community, meine Tänzer, meine Freunde mental unterstützen möchte. Deshalb habe ich das ganze Thema Coaching angefangen aufzubauen, sei das in Gruppen, sei das mit Personen direkt, weil halt einfach unser Kopf, der kreiert alles schlussendlich. Zuerst die Gedanken und dann werden sie irgendwann Realität. Und vor circa 2, 3 Monaten war ich mal in einem Kurs und es ging dann auch so um I am Coaching, es ging darum, sein eigenes Business aufzubauen. Und dann konnte ich halt an nichts anderes denken als an die andere Seite, weil einerseits hast du die Schüler und die Menschen, die gerne in ihre Kraft kommen möchten, in ihr Potenzial, in was halt ihre Träume sind. Und andererseits hast du die Menschen, die in meinen Augen diesen Traum schon leben. Und deshalb habe ich so dieses Thema Power Talks angefangen zu machen. Also ich war dann wirklich in dem Kurs und war so, oh mein Gott, ich will den fragen und mit denen halt auch diese Interviews führen, um halt der Community auch zu zeigen, was es alles gibt, was gibt es alles für Möglichkeiten, welche Facetten, weil oft denkt man vielleicht als Tänzer, oder es war früher für mich so, wenn ich ein erfolgreicher Tänzer sein möchte, dann muss ich bei Beyoncé hinten dran auf der Bühne tanzen oder so irgendwie, ja. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Und viele sind vielleicht auch für das gar nicht gemacht. Und trotzdem, ja, es gibt einfach so viele verschiedene Möglichkeiten, was es alles gibt und was man alles mit Tanzen bewegen kann. Und dann bin ich ja in diese Ehre gekommen, bei dir bei Guidance dabei zu sein. Das war letztes Jahr und schon das Jahr zuvor. Und ja, dort seid ihr mir oder gerade du und deine Community mir extrem auch ins Auge gesprungen. Und deshalb habe ich dich heute auch hier eingeladen, weil du einer von diesen genialen Menschen bist, in meinen Augen, der halt einfach einen Traum hat und dafür einsteht mit allem, was er kann und was er tut und jeden Morgen aufsteht und diese Community zum Wachsen bringt. Und deshalb möchte ich dich hier mit einladen und meinen Leuten und den Zuschauern und Zuhörern vorstellen und einladen. Genau. Und deshalb danke, 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 bist du heute dabei. Und dann würde ich Ich danke sagen, dir vor steigen wir allem. gleich mal ein. Chris, wer bist du? Was machst du? Was geht? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, cool. Ja, vielen Dank fürs Intro. Mega, mega cool, dass du mich gefragt hast. Freut mich mega, mal einen Podcast zu machen. Auch für mich das erste Mal, deswegen mega spannend und vielen, vielen Dank. Ja, dass ich ein bisschen was erzählen kann. Wer bin ich? Ich bin Chris, ich komme aus Hannover. Tanze seit 14 Jahren und habe so für mich entdeckt in der Zeit, dass Tanzen irgendwie mein Tool ist, oder Tanzen mir einfach in der gesamten Zeit sehr, sehr viel gegeben hat in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall ein ganz anderer Mensch gewesen wäre oder wäre, wenn ich nicht getanzt habe. Manchmal passiert mir das, dass ich alte Schulfreunde treffe. Also ich war auf der Realschule. Und danach bin ich aufs Gymnasium gegangen und manchmal trifft man halt alte Freunde wieder und dann sieht man ja, wie unterschiedlich die Menschen sich entwickeln. Und ich will das gar nicht raten in gut oder schlecht, aber ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich in einer Community aufgewachsen bin, die halt einfach ja, füreinander da ist, die viel Zeit miteinander verbringen, die quasi ein Ort sind, wo man sich zu Hause fühlt. Gerade wenn man ja auch manchmal den Ort vielleicht an anderen Stellen nicht hat. Und ja, so habe ich einfach so die super viel gelernt und durchs Tanzen. Genau. Und jetzt gerade lebe ich in Athen seit 1,5 Jahren. Baue hier mit in Kooperation mit Respekt für Griechenland das Projekt Hip Hop for Hope auf. Was quasi die Idee vertritt, dass man Hip-Hop-Kultur benutzt, um Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen und Gemeinschaft halt aufzubauen. Und wir fokussieren uns hier auf geflüchtete Jugendliche. Was
bis jetzt ein unglaubliches Journey ist und hoffentlich auch noch weitergeht. Oh, wunderschön. Und du hast aber ja nicht nur Hip-Hop for Hope, also auch Guidance ist ja ein Riesenprojekt, wo du mit drin bist und wahrscheinlich immer noch. Magst du da auch noch ein bisschen darüber erzählen? Ja, gerne. Ja, ich tanze in der Crew, die heißt Circle of Arts. Ist ein Kollektiv aus 8 Tänzern, das sind alles meine Brüder von anderen Müttern. Und ja, zusammen haben wir mit Fabian Ribbe Guidance gestartet. Ja, das ist ein Tanzfestival, was wir jetzt zum 4., 5. Mal gemacht haben. Angefangen mit einem kleinen Showcase und dann angefangen, Workshops da rein zu tun und dann versucht, noch so Jams und sowas dazu zu tun. Und ja, wir wollen halt einfach so ein bisschen was für die Hip-Hop-Kultur machen und gleichzeitig halt Leute zusammenbringen und dann halt noch einen Charity-Hintergrund haben. Also, es hat angefangen, dass ich nach Jordanien gegangen bin. Ich habe ein Hilfsprojekt gemacht in Jordanien. Und das Team, mit dem ich nach Jordanien gegangen bin, hat 15.000 Euro gesammelt, um ja, die Menschen dort zu unterstützen. Und dementsprechend war die Teamaufgabe, 15.000 Euro zusammenzubekommen. Und dann dachte ich mir, dann machen wir doch einfach einen Showcase und sammeln einfach mit dem Showcase ein bisschen Geld, damit ein Anteil der 15.000 Euro durch dieses Showcase kommt. Und es hat so gut geklappt und ja, war so eine coole Erfahrung, weil es halt nicht einfach nur dieses Geld sammeln war, sondern auch irgendwie wie Gruppen und Menschen aus unterschiedlichen Städten irgendwie zusammenzubringen nach Hannover und irgendwie einen coolen Tag zu haben. Und genau, es hat so viel Spaß gemacht, dass wir uns gedacht haben, hey, wir machen es einfach öfter und größer. Oh, ja, und also keine Ahnung, von außen meine Erfahrung. Ich habe auch schon viele verschiedene Camps und Sachen miterleben dürfen und jedes ist so eine spezielle Erfahrung. Aber Guidance war echt so, ich habe mich gefühlt, als würde ich nach Hause kommen. Also ihr seid ja echt verrückt. So eine wunderschöne Community, riesengroß. Und es ist einfach so, man trifft sich da, um zusammen zu sein und einen Safe Space und einfach an seiner Kunst arbeiten zu dürfen. Und wow, keep it up. Also es macht mich selbst glücklich, Menschen wie euch zu sehen, die einfach eine Idee haben und einfach mal rein und mal schauen, was passiert. Und dann passiert Magie und das ist einfach wow, genial, mega schön. Genau, nochmal zurück zu Hip-Hop for Hope. Wie bist du da hingekommen? Wie? Was? Hä? Du bist jetzt da, du machst das jetzt und wie ist deine Journey dahin gekommen? Was ist auch der Hintergrund, genau? Ich habe Sozialwissenschaften studiert. Also ich habe immer studiert oder halt bin zur Schule gegangen und nebenbei habe ich halt alles andere meiner Zeit ins Tanzen gesteckt und habe halt unterrichtet und gleichzeitig halt soziale Wissenschaften studiert. Und Sozialwissenschaften geht ja darum, wie funktioniert Gesellschaft und warum gibt es soziale Ungleichheit. Und so hat sich so ein enormes Interesse einfach für Ungleichheiten entwickelt bei mir. Und dann war ich einmal bei einem Vortrag über Isidomeni. Ist so ein illegales Camp gewesen, was sich entwickelt hat auf der Fluchtroute über den Osten. Und ja, das hat mich irgendwie so erreicht, würde ich sagen, weil es halt einfach so ein Vortrag war mit Videos, Fotos und Geschichten, wo einfach irgendwas zu mir gesprochen hat und gesagt hat, hey, du solltest nach Griechenland gehen und was mit geflüchteten Menschen machen. Und ja, manchmal, ich habe das Gefühl, manchmal muss man auf diese Stimme, die in einem hochkommt, muss man einfach drauf hören, weil das, glaube ich, schon, wenn das von tief vom Inneren kommt, dann ist es auch meistens die richtige Entscheidung. Ich glaube, häufig stehen wir im Leben, kommt eine Stimme in uns hoch, aber dann kommt unser Kopf, der uns sagt, ja, aber das könnte nicht klappen und das könnte nicht klappen. Und ja, ich habe einfach auf diese Stimme gehört und hat das große Privileg, dass ich in halt dieser Gemeinschaft groß geworden bin in Hannover, wo die super unterstützend ist. Also mit meiner Crew, egal was wir machen, auch
außerhalb vom Tanzen, wir unterstützen uns eigentlich bei allem, was wir machen. Wenn wir sagen, hey, yo, ich möchte ein Video dazu drehen. Okay, ja, yeah, let's go. Hey, brauchst du Unterstützung? Hier, Barme. Oder hey, ich habe diese Prüfung an der Universität. So, die Jungs sind die Ersten, die einen unterstützen und sagen, hey, mach das. Und ich habe einfach gemerkt, wie sehr mich das geprägt hat und wie sehr mir das Selbstbewusstsein gegeben hat, auch einfach solche Projekte zu machen, ohne halt den Zweifeln zu viel Power zu geben. Genau, und dann habe ich das einfach gemacht und wir haben halt vorher mit Guidance Hip Hop for Hope finanziell unterstützt und dann bin ich ja, mit dem Steve in Kontakt getreten, der Hip Hop for Hope quasi gestartet hat, mit einem internationalen Team von Tänzern. Und ja, dann haben wir besprochen, dass das eine coole Idee ist, das hier in Athen zu entwickeln. Und ja, jetzt bin ich seit 1,5 Jahren dabei. Hatten Schwierigkeiten natürlich am Anfang, vor allen Dingen, weil ja auch jetzt in den letzten 2 Jahren Corona viel am Start war. Nichtsdestotrotz, ja, sind wir dabei, Classes zu geben hier in Athen für Jugendliche. Gruppen zu trainieren. Wir machen ein monatliches Community-Event, um die Tänzer aus Griechenland mit den Jugendlichen zu connecten. Ja, und einfach eine Gemeinschaft zu bauen und über die Gemeinschaft bestimmte, ja, Werte und sowas wahrzunehmen. Wow. Oh, es ist so schön und nochmal, ja, danke, dass ihr euch so einsetzt für das alles. Es ist einfach, für mich ist Tanzen halt auch so ein riesen Safe Place und ich finde es einfach so schön, wenn das geteilt wird und noch weitergeht und noch weitergeht, weil Tanzen kann alles. Es kann dich heilen, es kann dich glücklich machen, es kann dir den Safe Space geben, den du sonst draußen nicht hast. Es berührt mich einfach immer und immer wieder, auch wenn ich bei Schülern höre, sie haben extreme Ängste und alles ist schrecklich, aber wenn ich ins Studio gehe, dann vergesse ich das alles und dann bin ich einfach safe. Und das braucht's. Von dem braucht's ganz viel auf dieser Welt. total schön. Dann würde ich dich gerne noch so ein bisschen zu deinem ganzen Werdegang fragen. Wie bist du da hingekommen? Wann hast du angefangen zu tanzen und warum und wie und was und hä? Was ist dein Weg bis da, wo du jetzt sitzt in Athen? Genau. Das ist eigentlich witzig. Ich habe angefangen, weil ich aufgehört habe, Tennis zu spielen. Ich habe Tennis und Fußball gespielt und dann gab es eine witzige Geschichte, dass ich aufgehört habe, Tennis zu spielen. Jetzt sehe ich jetzt lieber dich, aber auf jeden Fall habe ich dann nur noch Fußball gespielt und das war mir zu wenig, weil ich ein super energetischer Mensch gewesen bin, immer noch bin, habe auf jeden Fall viel Energie und ich brauchte noch mehr als nur zweimal die Woche Fußball. Und dann hat eine Freundin von meiner Mutter, die auch einen Sohn hatte, gesagt, hey, lass uns doch mal unsere Jungs zum Tennis, zum Fußball schicken, zum Tanzen schicken. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann haben wir da in so einer Gruppe 3 Jahre rumgehampelt, so einer Kids-Juniorengruppe. Ja, ist einfach Tanz so in der Gruppe. Und dann bin ich größer geworden, bin dann in ein Erwachsenenteam gekommen. Da habe ich dann so ein bisschen mehr den Ehrgeiz bekommen. Also vorher war das mehr so Spaß, so war cool in der Gruppe zu sein, irgendwie auf Meisterschaften zu fahren. So. Ja, Bewegung war cool, so. Aber es war mehr so ein Fun-Ding. Und dann bin ich in ein Erwachsenenteam gekommen. Wo ich dann so ein bisschen den Ehrgeiz am Tanz bekommen habe. Und dann habe ich gewechselt zu meinem Trainer Tevin von Entourage, der, ja, bei dem ich dann wirklich tanzen gelernt habe. Ja, der mir super, super viel einfach gegeben hat in meinem Leben, so persönlich und tänzerisch mich sehr, 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 sehr viel gefördert hat und wirklich einen mega großen Beitrag geleistet hat für das, wie ich jetzt bin. Und ja, der hat halt das Team gegründet, Entourage, und hat mit dem Team, in dem ich auch 6 Jahre getanzt habe, ja, wirklich so eine Familie gegründet und so ein besonderes Gefühl einfach, also so eine starke Identifikation mit der Gruppe hergestellt.
Und ja, super viele schöne Erlebnisse einfach mit Entourage gehabt. Viel trainiert, sehr hart auch trainiert. Auch Emotionen überall gewesen, von super Highs zu super Downs. Ja, das hat mich einfach sehr, sehr geprägt, in so einem Team zu sein, dass man 6 Jahre in einem Team ist und für dieses Team kämpft, weil es ist auch nicht immer einfach, 30 Leute irgendwie zusammenzuhalten. Das hat mich sehr, 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 sehr geprägt. Und irgendwann dann kam noch ein anderer Spieler mit ins Game, das ist der Dele Akbetu aus Bielefeld. Der macht auch ein Festival, Urban Styles heißt es. Tevin Luong und Daniel machen übrigens auch ein Festival, das heißt Hannover Dance Classes. Check das auch mal ab. Da kommt auch übrigens der Spirit her, also unser Festival Guidance. Ist natürlich, also wir sind natürlich unglaublich geprägt von der Generation davor und wir haben das sehr, sehr stark denen zu verdanken, diesen Safe Space einfach zu bauen und einfach diese Community und diese Gemeinsamkeit irgendwie da so einen starken Schwerpunkt drauf zu haben. Also, by the way. Nein. Ja, auf jeden Fall, Delay hat uns dann einfach mal mitgenommen zu so Freestyle-Sessions und ja, uns von Summer Dance Forever erzählt und ja, uns gezeigt, dass die Welt des Tanzens einfach riesig ist, dass Choreography ein Teil von dieser Tanzwelt ist, aber die Tanzwelt an sich riesig ist. Also von Theater über Battles, über so vielen verschiedenen Tanzstilrichtungen. Ja, so sind wir dann über Delay oder bin ich und meine Jungs so in den Freestyle-Bereich gekommen und so ein bisschen auch im Theater. Ich erinnere mich noch, als ich dann das erste Mal zu Summer Dance Forever gefahren bin. Und es ist in der alten Kirche. Und du kommst da rein, dann ist da so ein Empfang und dann machst du so eine große Tür auf. Und dann schießen dir schon die Bässe entgegen. Und dann guckst du da rein und alle Menschen tanzen. Dann sind da so 1500 Menschen drin und alle Menschen tanzen. Und für mich war das einfach so: wow, was ist das? Like, wow, wo bin ich hier gelandet? Jeder tanzt hier, das ist unglaublich. Ja, ich habe das einfach unglaublich genossen, einfach so viele Menschen tanzen zu sehen und einfach leben zu sehen. Das war einfach unglaublich. Ja, so hat sich so diese Passion so für Freestyle auch entwickelt. Genau, dann in der Zeit hat sich auch so ein bisschen davor, hat sich dann auch Circle of Arts gegründet, die Crew, in der ich bin. Und ja, dann haben wir angefangen, Style zu trainieren. Also ich trainiere hauptsächlich Hip-Hop, tanze hauptsächlich Hip-Hop. Ein paar Jungs von uns tanzen House. Genau, jeder hat so sein Ding. Einer von uns tanzt Elektro. Und dann sind wir halt immer tiefer da reingegangen. Ja. Und dann ist so ein Shift entstanden von dieser Choreo-Welt, in der wir waren, in der wir super viel mitgenommen haben, so ja, von Gemeinschaft und Team und ja, Competitions über zu Freestyle, zu Battles, zu Exchange, zu sehr, sehr frei sein, weil natürlich bei Choreografie hat man immer einen Rahmen, den man füllt mit sich selbst. Wo man halt dann quasi die Freiheit in dem Rahmen hat. Im Freestyle ist halt das Schöne, man hat halt keinen Rahmen und man kann halt komplette Freiheit irgendwo haben. Was mich sehr, sehr, sehr gereizt hat dann irgendwann, weil ich irgendwann so ein bisschen gemerkt habe, okay, ich brauche ein bisschen mehr als immer nur einen Rahmen, der mir gegeben wird, sondern ich möchte auch nach meiner Identität irgendwo suchen. Das habe ich irgendwo sehr, sehr stark im Freestyle gefunden, beziehungsweise ja, einfach frei tanzen. Und durch diese Events
Und dann sind wir halt auch zu anderen Events gefahren, hat sich das halt so entwickelt, dass wir mehr in diese Hip-Hop-Kultur reingegangen sind. Also was ist eigentlich Hip-Hop-Kultur? Und ja, das ist so ein riesiger Begriff, Hip-Hop-Kultur. Ich meine, das ist ein weltweites Movement, was irgendwie mal in den Bronx entstanden ist. Aber heutzutage ist halt überall, egal wo man in die Welt reist, man wird irgendwen finden, der Hip-Hop lebt. Und das ist einfach ja, wunderschön. Und ich habe halt angefangen, oder wir haben angefangen, sehr, sehr stark diese Kultur einfach zu lieben, dieses multikulturelle, dieser Habitus, aber auch, also ich meine, wir sind alles sehr, sehr unterschiedliche Menschen. So, der eine studiert, keine Ahnung, der andere arbeitet auf dem Bau, der andere geht zur Schule. Wieder jemand anders ist aus dem Ausland hier für irgendwas so. Und die mögen alle ganz andere Menschen sein, auch interessenmäßig, aber man kommt halt trotzdem zusammen, um dann Tanz zu zelebrieren oder Rap oder Graffiti oder whatever. Und ja, das finde ich einfach super, super spannend. Und ich mag einfach diese Energie von Hip-Hop, also dieser in Sozialwissenschaften sagen wir dazu der Habitus von Hip-Hop gefällt mir einfach sehr. Einfach frei zu sein, sich so auszudrücken, wie man möchte. Ja, und jetzt sind wir seit 6 Jahren in der Hip-Hop-Kultur und versuchen immer tiefer noch reinzugreifen und es wird eigentlich immer schöner. Ah. Oh, mir geht schon nur das Herz auf, wenn ich dich höre. Ja, wunderschön. Ich wollte eigentlich fragen, ja, was ist Hip-Hop für dich? Aber du hast es ja gerade mit dem eigentlich auch erklärt, oder? Was Hip-Hop für dich ist, diese Freiheit, dieser Habitus, dieser Spirit, der dich so ja auch immer wieder tiefer gehen lässt, oder? Du heißt ja auch Chris, der Forscher. Nennt dich ja auch selbst so, right? Und ja, schön. Ich würde trotzdem gerne tatsächlich die Frage so ein bisschen von meiner Seite aus beantworten, weil es Ja, bitte. ist immer eine große Frage so. Und es gibt natürlich auch immer so diese große Diskussion zwischen Choreografie und Freestyle, was ist jetzt Hip-Hop? Und man kann natürlich schon irgendwo sagen, es gibt irgendwo einen Ursprung von Hip-Hop, der in den Bronx war, dass sich Leute angefangen haben zu DJen und dann angefangen haben, Blockpartys zu machen und ja, sich Breaker entstanden sind und Graffiti entstanden ist. Ich glaube, eine super Sache, also ein Satz, der mich einfach super inspiriert ist, irgendwie Hip-Hop ist das Tool, man selbst zu sein, finde ich sehr, sehr cool, weil einfach Hip-Hop irgendwie die Individualität zelebriert. Also in Hip-Hop ist es cool, man selbst zu sein. Und ich glaube, jeder kennt das. Wir leben alle in Gesellschaften und fühlen immer einen bestimmten gesellschaftlichen Druck von irgendwelchen Gruppen, die irgendwelche Meinungen oder Stereotype über andere Gruppen haben. Und man fühlt immer, man muss sich irgendwo anpassen an irgendwas. Und ich schätze da sehr, sehr dieses Mindset der Hip-Hop-Kultur, so hey, Hip-Hop ist die Freiheit, du selbst zu sein und deine Individualität ist das, was dich ausmacht. Also deine Individualität ist nicht deine Schwäche, sondern deine Individualität ist deine Stärke. Das ist halt so ein Satz, den ich einfach hart feiere. Ja, ich kann gerade anfangen zu heulen. So, krass, ja. Dann so, ich finde das einfach sehr spannend, wie sich Hip-Hop entwickelt hat. Also es ist ja ist ja eine Bewegung, die entstanden ist, weil eine Gruppe marginalisiert wird und stigmatisiert wird und die dann sagen, hey, wir wollen uns selbst trotzdem eine Stimme geben, wir wollen trotzdem da sein so. Und wir wollen unsere Identität nach vorne bringen. So, wir sind da, und das finde ich irgendwie gut, dass Hip-Hop gerade Leuten eine Stimme gibt, die halt vielleicht nicht so viel Macht im Diskurs haben oder in der Gesellschaft haben. So. Ja.
Wow. Das wird meine neue Headline. Hip-Hop ist das Tool, sich selbst zu sein. Bam! Crazy, so gut. Yes, Oh shit, das ist echt gut. Dann so auf deinem ganzen Weg, den du ja gemacht hast, weil Tänzer sein ist nicht immer einfach. Wir kommen immer wieder an verschiedene Challenges und Hürden und halt eben Punkte, wo man denkt, ha, wo gehe ich jetzt? Wie gehe ich weiter? Was mache ich? Was waren vielleicht deine größten Hürden, die du hattest und wie hast du die überwunden? Weil du bist ja immer noch da und du investierst so viel Zeit, so viel Liebe, so viel alles in deine Kultur und in dein Tanzen. Was waren deine Hürden und wie hast du sie überwunden? Also erstmal muss ich sagen, ich werde das, glaube ich, niemals auf, also niemals kann das gar nicht mehr aufgeben, weil das so sehr zu mir geworden ist, dass das, glaube ich, gar nicht mehr möglich ist, das irgendwo zu streichen. Das erstmal so viel dazu. So die Art, wie ich denke, die Art, wie ich mich ausdrücke, einfach die Power, sich zu bewegen oder zu rappen. So, ich bin kein Rapper, aber trotzdem rappe ich so. Das ist mega cool hier in Athen, dass manchmal sind wir an unterschiedlichen Orten und hier ist halt sehr, sehr viel Straßenkultur. Und out of nothing ist dann irgendwo eine Rap-Session. Mega, mega cool. Und dann gehst du halt auch einfach rein, weil wenn du die Vibe fühlst, dann kannst du rappen, ohne dass du rappen kannst. Also du musst nicht unbedingt der krasseste Rapper sein. Wenn du in der Vibe bist, dann kannst du Geil, so geil. es. Hürden. Eine Hürde war auf jeden Fall mal, als ich noch in meinem ehemaligen Team Entourage getanzt habe, wo einfach der Druck sehr hoch war und auch viel Kritik am Tänzerischen geäußert wird, weil wenn man natürlich wenn man competition-orientiert ist, dann ist das, was man macht, wird dann gemessen an gut oder schlecht. Also ist man synchron oder ist man präzise genug? Und es wird halt gemessen. Und das kann natürlich auf Dauer natürlich mega doll den Spaß und die Liebe an der Bewegung an sich töten. Da gab es natürlich mal eine Phase, so, wo ich wirklich damit gekämpft habe: Okay, will ich das? Will ich immer in ein Training gehen und dann irgendwie stressige Trainings haben und mich immer voll labern zu lassen? So. Dass irgendwie man nicht gut genug ist oder ja, keine Ahnung, das Team nicht gut genug trainiert oder so. Das war auf jeden Fall mal so eine Phase, die schwierig war. Ich glaube, was jeder hat, ist so dieses, so einfach mal nicht so das Interesse am Tanz zu haben. Also manchmal ist man halt so super so, okay, ich möchte jeden Tag tanzen. Und dann gibt es aber auch so Phasen, wo du sagst, so, hey, ich fühle mich einfach nicht danach. Wobei ich glaube auch, dass das okay ist. Weil am Ende des Tages ist ja Tanz ein Mittel, um sich auszudrücken, um irgendwie, ja, irgendwas auszudrücken, was wir halt irgendwie nicht so mit Worte fassen können. So. Und man fühlt es halt manchmal fühlt man das halt nicht. Ich hatte jetzt aber so wirklich so, dass ich die Idee, dass ich aufhören will, hatte ich, glaube ich, noch nie so wirklich richtig. Dafür, ja, gibt mir das viel zu viel. Also individuell plus noch so, es hängen ja mit dem Tanzen, hängen ja so viele Sachen da dran. Also es ist ja einmal, was sehr persönlich ist, einfach die Verbindung von dir selbst mit dem Tanz. Also du kannst Musik anmachen und keine Ahnung, gehst gerade durch eine schwierige Phase und dann tanzt du einfach. Und du connectest dich mit deinen Emotionen und mit deinem Sein und lässt es einfach raus. Und danach geht es dir besser. Oder dir geht es mega gut und bist glücklich und du schickst es halt auch einfach aus dir raus. So dann geht es dir halt nochmal besser, weil du einfach deinen Körper und deine Emotionen einen Raum gibst, dich auszudrücken. Gleichzeitig kommt ja dazu, dass das ja auch eine Gemeinschaft ist und dass das Leute sind, die zusammenkommen. Und
Genau, dass da halt einfach Freundschaften dranhängen, dass da Gemeinschaft dranhängt, dass da ja ein Zuhause dranhängt und. Das sind halt so viele Faktoren. Und deswegen ist es, glaube ich, gibt es immer so, finde ich, so, wenn man das so in Skalas einordnet, dann kann man sagen, ja, okay, gerade vielleicht ist Community nicht so stark oder gerade irgendwie ist so ein Change in Team, das ist gerade irgendwie difficult, so. Aber dann ist ja die Skala zum Ausdruck immer noch da. Oder manchmal ist die Skala vom Ausdruck nicht so da, aber man hat halt seine Leute. Was mir halt aufgefallen ist, ist, glaube, wenn man wirklich das Tanzen liebt, wenn man wirklich die Bewegung liebt, so, dann ist es schwer, damit aufzuhören. Ich glaube aber, dass viele Tänzer unterschiedliche Intentionen vom Tanzen haben. Es gibt halt Leute, die tanzen, weil es denen einfach Spaß macht, was super cool ist. Es gibt andere Leute, die tanzen, weil sie ihre Freunde da haben, weil es ein Ort ist, an dem man seine Freunde trifft. Andere Leute tanzen, um Kunst zu kreieren. Und so gibt es halt unterschiedliche Intentionen. Und ich glaube, die Intention ist dann halt also je nachdem, was man dann erfährt und welche Intention man hat, könnte man dann das Tanzen verlassen. Also beispielsweise, wenn ich sage, ich tanze oder ich tanze, weil meine Freunde da halt immer sind und dann irgendwie aus irgendeinem Grund gehen diese Leute aus dem Team raus, so, dann fragt man sich die Frage, ob man aufhört zu tanzen. Wobei dann ja Tanz nicht die Liebe zum Tanz an sich ist, sondern ist ja dann eher eine Intention der Freundes wegen. Und dann die Frage zu stellen, warum hörst du auf zu tanzen, hat dann ja eine andere Intention. Weißt du ungefähr, wie ich das meine? Ja, aber das führt mich wirklich direkt in die nächste Frage. Und ich finde das halt einfach immer so krass, oder? Weil bis jetzt jeder, den ich im Interview habe, es gibt ja einen Grund, wieso, dass man immer noch tanzt heute. Die Intention, wie du es nennst, ich nenne es das Warum. Und deshalb nimmt es mich Wunder. Was ist dein Warum? Warum tanzt du? Warum würdest du? Weil ich würde auch. Für mich ist das etwas, was ich nie mehr loslassen kann. Und der innere Antreiber oder ja, die intrinsische Kraft da ist ja, ist das Warum schlussendlich. Was ist dein Warum? Es sind Drei Worte, die mir in den Kopf kommen. anscheinend ja Ich nicht die Freunde. glaube, Gemeinschaft, Connection und Ausdruck. Ja, die Kraft, mich selbst auszudrücken oder mich mit mir selbst zu connecten. Also das meine ich mit Ausdruck, so sich mit sich selbst zu connecten, Körper und Geist und Gehirn miteinander zu connecten. Körper, Geist und, was ist das Dritte? Körper. Geist und Emotion? ja, nehmen wir Emotionen. Auf jeden Fall das miteinander zu verbinden, ist einfach wunderschön. Dann Connection. Ich finde es so krass, dass man Menschen nicht kennen muss, aber du tanzt mit denen und du connectest auf so einem deepen Level mit den Menschen und danach bist du einfach cool miteinander. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Bei Summer Dance Forever. Ich glaube, ich tanze mit 100 unterschiedlichen Menschen, wirklich One-on-Ones. Und man kennt diese Menschen nicht. Du kennst sie nicht, aber du verbindest so tief mit denen. Ich finde das sehr beeindruckend. Also ich finde, es ist sehr, sehr, sehr selten, dass man sich so ehrlich und so pur begegnet mit etwas, ohne vorher zu reden, weil grundsätzlich im Leben wollen uns ja immer schützen. Und das heißt, ich muss den Gegenüber erstmal kennen, bevor ich mich selber öffnen kann. Und dann so ein Tool zu haben wie Tanz, in dem man dann recht schnell quasi relativ man selbst ist, finde ich sehr beeindruckend. Und dann halt einfach Gemeinschaft so. Ich war in Israel, bin jetzt nach Griechenland gefahren. Habe Freunde besucht in unterschiedlichen Orten und egal, wo man hinfährt, man trifft halt Tänzer so, oder man trifft Leute aus der Hip-Hop-Kultur.
Und man connectet halt und man verbringt halt Zeit miteinander. Und wir sind nun mal soziale Wesen, so wir können nicht alleine leben. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass wenn du in einer Gemeinschaft lebst, die positiv denkt, dass das so einen großen Impact auf dich haben wird. So, also einfach die Tatsache, dass du in einer Gruppe bist von 10 Leuten oder 5, 10, 20, 30, 40, 50, whatever. Wenn das eine Gruppe ist, die grundsätzlich ja, liebevolle Werte hat, sich gegenseitig unterstützt, sich gegenseitig zum Lachen bringt, gegenseitig füreinander da ist, dann wird dich das so krass prägen, dass das dir Energie gibt, ein besserer Mensch zu sein, also besser als Individuum zu sein, mehr als Individuum zu erreichen, weil du lernst, Vertrauen zu haben. Also ich hätte niemals das Vertrauen, quasi nach Athen zu gehen und Hip-Hop for Hope hier aufzubauen, hätte ich nicht jahrelang eine Gemeinschaft um mich gehabt, die immer gesagt hat, hey, go for it, hey, die Idee ist gut. Nicht eine Gemeinschaft, die gesagt, nee, mach das mal lieber nicht oder so dieses Kritik äußern, sondern ja, nur weil ich diese Gemeinschaft hatte, bin ich so geprägt und habe die Confidence, das quasi zu machen. Und ja, ich glaube, Gemeinschaft prägt einfach Menschen sehr, sehr, sehr stark und gibt einen auch sehr, sehr viel. Ich meine, Freundschaften sind so wichtig. Einfach sich teilen zu können, sich teilen zu dürfen, Spaß zu haben, gemeinsam was zu erreichen, ja, über Dinge zu sprechen, wo du mal Hilfe brauchst. Das ist, glaube ich, einfach so super, super, super wichtig. Und manchmal, glaube ich, wir vergessen das häufig, wie wichtig das ist. Ich komme häufig dazu, dass irgendwie ich andere Gemeinschaften kennenlerne oder viele andere Menschen kennenlerne und merke, dass die halt sehr, sehr individueller unterwegs sind. So. Und ich will nicht sagen, dass es nicht gut ist, individuell unterwegs zu sein. Ich glaube, jeder muss seinen Weg irgendwo gehen. Aber ich glaube, dass Gemeinschaft immer eine stärkere Kraft ist als das Individuum. Man kann immer in Gemeinschaft etwas erreichen, was du niemals, niemals allein erreichen kannst. So, unser Leben sind Beziehungen. Also wir leben in Beziehungen in der Welt. So, und ich kann natürlich alles irgendwie so machen, dass mein Leben perfekt läuft. Aber es ist doch viel schöner, irgendwie Kraft in Beziehungen reinzuleben, also Energie in Beziehungen reinzustecken. Und dann über diese Beziehung etwas zu erreichen, was ich nicht alleine erreichen könnte. Es gibt doch dieses schöne Sprichwort, das irgendwie heißt, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ja. Und das ist so Ja. wahr. Ja, so wahr. Oh. Ja, und das inspiriert mich einfach. Und ja, genau. Deswegen glaube ich, dass Gemeinschaft super, super wichtig ist. Und zum Beispiel jetzt im Kontext von Hip-Hop for Hope. Ich merke einfach, wie sehr die geflüchteten Jugendlichen, also ich meine, man muss sich das vorstellen, das sind irgendwelche 14, 15, 16, 17-jährige Jungs, die aus ihrem Land geflüchtet sind, alleine, ohne Eltern, ohne alles, mit 14, 15, 16, das musst du dir mal vorstellen, so, wo wir in unserem Land zur Schule gegangen sind, wo wir irgendwie mal unsere Eltern uns Essen gekocht haben oder keine Ahnung, ich vom Fernseher nach der Schule sitze, so. Sind es Menschen, die dann halt flüchten so, und dann irgendwie ein, zwei Jahre in einem Camp leben, wo halt nichts ist, so, wo keine Bildung ist, wo keine Aktivitäten sind, nichts und vegetiert da ein, zwei Jahre vor sich hin und danach gehst du weiter und du hast keinen Menschen, der dich leitet, du hast niemanden, der dir irgendwelche Werte gibt. Und man verliert dann natürlich sehr, sehr, sehr viele Sachen und verliert Vertrauen in Menschen, weil auf dem Weg natürlich, auf diesem Journey, werden viele Menschen versuchen, dein Leid oder deine Situation auszunutzen, damit Geld zu machen. So, das heißt, du verlierst sehr viel Vertrauen in Menschen.
Was sehr, sehr schade ist, weil Vertrauen in Menschen ist, glaube ich, eine grundsätzliche Kraft, die wir brauchen, um was aufzubauen. Wenn ich niemandem vertrauen kann, wie kann ich, keine Ahnung, wie kann ich einen Coffeeshop aufbauen, wenn ich dem Jungen, mit dem ich zusammenarbeite, nicht vertraue, dass er das gut macht. So. Naja, auf jeden Fall merke ich einfach, wie sehr wichtig das ist für die Jungs, so das Gefühl von Gemeinschaft wieder zu bekommen, so und einen Ort zu haben, wo ja, die einfach da sein können und ja, und dann auch über die Gemeinschaft wieder Werte zu reinstallieren. Also ich würde sagen, auf diesem Weg, auf diesem Journey, was halt zwischen 1 bis 5 Jahre gehen kann für die Jugendlichen, da gibt es so viele Werte, wie zum Beispiel Vertrauen, wie beispielsweise Liebe, wie beispielsweise Motivation, wie beispielsweise, ja, wie die Werte beispielsweise. Und die entwickeln sich in eine Richtung, die ich persönlich sage, die eigentlich nicht so gut sind, um in einem gesunden Netzwerk von Menschen zu leben. Und genau das einfach wieder aufzubauen durch eine Gemeinschaft, also eine Gemeinschaft zu gründen, wo du dann natürlich auch diese Werte auch wieder diskutieren musst. Also in jeder Gemeinschaft, in der du bist, legst du dich ja irgendwo fest auf eine bestimmte Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und ja, so die Vision ist es quasi, über die Zeit einfach eine Gemeinschaft aufzubauen und dann über diesen Prozess in dieser Gemeinschaft wieder, ja, zu Vertrauen zu kommen, wieder Motivation zu bekommen, Selbstbewusstsein auch wieder zu bekommen. Das sind alles so Dinge, die halt einfach sehr, 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 darunter leiden. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, also wenn wir jetzt gerade schon bei dem Flüchtlingsthema sind, wir reden häufig über Flüchtlinge oder Geflüchtete. Und das sind zwar Menschen, die sehr, sehr viel erlebt haben und viele Probleme haben, aber man darf diese Menschen auch sehr sehen als Menschen, die sehr, sehr viel mitbringen und unglaublich toll sind. Ich habe so viele schöne, wunderschöne Erlebnisse gehabt in den letzten 1,5 Jahren und durfte so viel lernen vom Menschsein. Es ist so wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und nicht mit einem bestimmten Stereotyp auf diese Menschen zu gucken, und Offenheit einfach zu besitzen. Das teile ich sehr, sehr gerne. Ja, weil schlussendlich das Sein von uns ist ja alles das Gleiche. Und wir haben einfach verschiedene Schulzimmer gewählt oder verschiedene Körper gewählt, um unsere Erfahrungen hier zu machen. Also das ist halt so ein bisschen mein Bild, was ich manchmal dazu habe. Und ich habe gerade vor kurzem in Eckhart Tolles Buch gelesen, das neue Bewusstsein irgendwie. Da hat er auch davon gesprochen. Ist ja verrückt, dass wir, nur weil jemand irgendwie Präsident von La 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 ist, wir schwitzige Hände bekommen, wenn der vor uns steht. Aber wenn jetzt jemand von der Straße, dann schauen wir auf ihn runter. Geht's eigentlich noch? Also es ist eigentlich, sind ja alles die gleichen Menschen. Das Sein hinten dran ist das Gleiche, nur wir haben verschiedene Aufgaben. Und wer sind wir, jeden anders zu behandeln, oder? Und das hat mich auch schon nochmal tief berührt, weil egal wer vor dir steht, das ist einfach seine Aufgabe und die macht er jetzt hier auf dieser Erde. Aber du hast von jedem kannst du was lernen und jeder kann dir was geben. Und für mich gibt es Hierarchie gar nicht. Für mich ist einfach jeder hat sein eigenes, seinen eigenen ist sein eigenes Schulzimmer hier. Genau. Ja, mega, mega schöner Punkt. Genau. Es ist halt sehr schwer, so wie vor allen Dingen wir Menschen im Westen, die sehr, sehr viel Science glauben. Also unser Westen ist ja irgendwie geprägt von Wissenschaft. Und wir raten halt einfach sehr, sehr viel, gut oder schlecht. So, jemand, der Geld hat,
Es ist gut. Wenn du wenig Geld hast, ist es eher schlecht. Wenn du so, also dieses Rating und wenn man das halt macht, dann ratet man halt Menschen und dann begegnet man halt den Menschen mit einem bestimmten Bild und schafft es halt nicht, diese Offenheit zu besitzen. Was halt gesellschaftlich sehr, 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 sehr toxisch ist und sehr, sehr schade ist. Weil halt, wie gesagt, irgendwie jeder Mensch bringt ja eine Geschichte mit so. Und ich glaube, von jeder Geschichte können wir inspiriert werden. Und selbst der Moment, einfach die Geschichte zu hören, also unabhängig davon, ob ich davon was lerne, also man muss ja nicht immer irgendwie denken, so was nehme ich jetzt davon mit oder so, sondern einfach die Tatsache, dass man mit irgendwen einfach auf der Bank sitzen kann und dann einfach hört man sich eine Geschichte an, so wie cool ist es so. Was würdest du sonst machen? Vielleicht auch an deinem Handy sitzen und irgendwie auf Instagram rumsetten, so. Aber wenn du die Offenheit besitzt, wenn irgendwie sich so ein Typ neben dich setzt und dich dann einfach anspricht, so, dann diese Offenheit zu besitzen und diesem Menschen dann zu begegnen, ist ja mega cool eigentlich. Mega, mega, wow. Oh, ich bin noch mehr begeistert von der ganzen Arbeit, die ihr macht und wenn wir jetzt noch so ein bisschen in deine Zukunft gehen, hast du Visionen, Ziele, hast du schon Bilder, wie es bei dir weitergeht in diese Richtung, was Tanzen angeht, was die ganze Arbeit mit Hip Hop for Hope angeht? Wie sieht deine Zukunft aus? Was sind deine Bilder? Ja, ich möchte einfach weiterhin auf jeden Fall Gemeinschaft bilden, Menschen zusammenbringen, Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Gleichzeitig möchte ich auch viel einfach leben, einfach Momente genießen und da zu sein. Ich meine, man hat immer Vorstellungen von seinem Leben, aber dann kommt immer das Leben dazwischen. Man will ja auch nicht irgendwie Vorstellungen von seinem Leben haben und diesen Vorstellungen immer hinterherlaufen und aber dabei gar nicht verstehen, dass du das ja alles die ganze Zeit machst. Also du bist das ja die ganze Zeit so. Und ich hatte das so ein bisschen, dass ich voll Vorstellungen hinterhergelaufen bin und dabei voll vergessen habe, eigentlich die Sache an sich wahrzunehmen und da zu sein und das zu konsumieren oder das zu fühlen und so auszudrücken. Nee, aber ja, wir wollen weiterhin mit Guidance machen, wollen das gerne ja, in den nächsten Jahren weiter aufbauen und eine Plattform bilden, einfach ja, für Tänzer, Nicht-Tänzer einfach ja, möglich machen, dahin zu kommen, eine coole Zeit zu haben, Leute kennenzulernen, sich auszutauschen. Tiefer in die Hip-Hop-Kultur einzutauchen. Ich würde sehr gerne Hip-Hop for Hope weiterhin aufbauen, dass das eine Community ist, die langfristig irgendwie existieren kann und wo Menschen, die dann in diese Community reinkommen, auch profitieren können und auch jeder, der da reinkommt, auch einen Teil dazu beitragen kann. Ja, ich würde einfach gerne Projekte machen. Also ich finde es immer schwer zu sagen, so wo was willst du arbeiten oder sowas. Ich würde gerne einfach Projekte machen, die einen Mehrwert haben. So, wir arbeiten an einer Ausstellung. Wir haben im August eine Ausstellung gemacht mit Kunst von geflüchteten Menschen, haben die in Hannover ausgestellt. Und es war mega cool, weil wir die Bilder verkauft haben. Das Geld ist dann halt direkt an die Künstler gegangen, die dann davon ihre Wohnung bezahlen können oder. Und gleichzeitig war das halt voll so eine Aufklärungsarbeit, die wir geleistet haben, weil halt Menschen aus unseren Gesellschaften, aus westlichen Gesellschaften halt gar keinen Zugang quasi so doll zu diesem Thema haben. So. Und es ist einfach sehr, sehr schwer vorstellbar, wie es ist, geflüchteter Mensch zu sein. Man kann das halt, wie soll man das greifen? So. Und dann ist es, glaube ich, mega, mega wichtig, dass es irgendwelche Projekte gibt oder Events gibt, wo man sich da quasi informieren kann und dann dafür auch so eine Empathie entwickeln kann. So, weil irgendwo geht es ja auch darum, irgendwie
empathisch sich gegenseitig zu sein und versuchen irgendwie in einer gerechteren Welt zu sein und nicht nur egoistisch zu handeln, sondern ja, Teil eines Ganzen irgendwie zu sein und Freude auch zu empfinden, wenn man anderen Leuten Freude bringt. So. Ich finde es so krass zu sehen, weil wir reden über Visionen, über Ziele und ich bin da völlig bei dir, so einfach ein Ziel zu haben und dem nachzurennen, macht unglücklich, oder? Weil ja, vielleicht kommt das Leben dann dazwischen und dann ist es nicht das, was du willst. Und zu realisieren, dass es gar nicht darum geht oder gar nicht so wichtig ist, ob du das Ziel erreichst oder nicht, sondern ob der Weg dahin das ist, was dich erfüllt. Und eigentlich, es muss ja der Weg ja auch sein, den du liebst, weil das ist ja 99% der Arbeit ist der Weg. Und wenn du ein schönes Leben haben möchtest oder halt ein erfülltes mit diesen Visionen, wie du halt sagst, ich möchte mehr in das investieren, ich möchte mehr Hip-Hop for Hope, Community, Gemeinschaft, Leuten diese Möglichkeit auch geben, diese Träume zu leben und für sich einzustehen und sich ein besseres Leben zu kreieren. Das sind ja diese großen Big Pictures, diese Visionen. Und dann das im Leben, im Moment auch umsetzen zu dürfen, das macht das Ganze ja so wunderschön, wenn der Weg das ist, was dir Spaß macht. Ich hatte gerade gestern mit einer Schülerin diese Diskussion und sie so, ja, wenn ich das Vortanzen nicht schaffe, dann macht alles keinen Sinn mehr und bla 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 bla. Und ich so, ja, geht es dir jetzt darum, dass du einfach in einer Showgruppe bist? Oder liebst du eigentlich das Tanzen und daran, dich zu bewegen? Und das muss ja eigentlich deine Motivation sein, dass du gerne tanzt, dass du die Be Bewegung liebst, dass du den Weg liebst. Und wenn es dann dazu kommt, dass du in eine Showgruppe kommst oder auf dieser Bühne stehst oder wie auch immer, dann ist doch das einfach die Cherry on top. Aber wenn du immer nur dem nachrennst, aber das dir dazwischen ja gar keinen Spaß macht, dann musst du dir überlegen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und ich finde das immer so schön, dann Menschen zu hören, die so sagen, hey, eigentlich ist mir das Ziel egal, weil der Weg ist gerade so geil. Dann weiß ich immer so, oh, ich glaube, die sind voll am richtigen Ort, dort, wo sich das Herz so richtig gut und zu Hause fühlt, oder? Und dann ist nicht so wichtig, was das Ziel genau ist, weil eben das Leben schießt halt zwischendrin halt einfach mal rein und sagt was anderes. Es gibt ja auch dieses Sprichwort so, ich bin jetzt nicht irgendwie gläubisch oder so, aber es gibt ja das Sprichwort, wenn du Gott erzählst, was deine Pläne sind, dann lacht er zuerst mal laut. Mega cool. Was? Und ich finde das immer so gut, oder? Mich immer so, ja, eben. Urvertrauen, es wird genau das Richtige sein. Ja. Was ja auch irgendwie schön ist, ist, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo wir so flexibel sind. So. Und ich meine, so beispielsweise, ich habe jetzt darüber geredet, wie ich quasi Social Change erreichen möchte. So. Aber wenn sich zum Beispiel die Möglichkeit geben würde, in einer Company zu tanzen und vielleicht ein Stück irgendwie zu performen für eine Zeit lang, würde ich sowas auch mega machen. Man hat ja, wir Menschen sind ja eigentlich relativ vielfältig. So. Man hat ja nicht nur ein Interesse. So. Ja, auch mega langweilig, wenn wir irgendwie nur einen Hauptfokus haben oder nur eine Leidenschaft haben. Und ja, genau, dementsprechend denke ich, kann man immer mitnehmen, was irgendwie wie auf dem Weg irgendwie sich entwickelt. Ja, voll gut. Eine Frage, bevor ich zu der letzten Frage dann komme. Das ganze Projekt, was du jetzt unterstützt, wo findet man Informationen dazu? Wo kann man sich ein bisschen darüber informieren, sich vielleicht sogar, wo kann man vielleicht sogar unterstützen, damit unsere Zuschauer auch ein bisschen noch mehr davon hören, weil ich kenne Hip-Hop for Hope schon so lange und ich wollte mich auch schon einbringen, es ist dann aber nicht dazu gekommen. Aber eben, es ist so eine schöne Community. Und wo, wie kann man sich informieren? Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Wir würden uns sehr, sehr freuen, weil wir brauchen natürlich immer finanzielle Mittel, um das Projekt auch zu verwirklichen. Also Hip-Hop for Hope. Grundsätzlich hat ein Instagram-Account Hip-Hop for Hope. Das ist der grundsätzliche Account. Und für Athen haben wir einen zweiten Account gemacht, der heißt HH
4H slash unterstrich Athens. Okay, ich mache das in die, man sagt so schön Show Notes, ich mache das da rein und du schickst mir das dann. Perfekt. Ja. Genau, check das aus. Genau, wir machen tatsächlich jetzt für Dezember machen wir einen Winterfundraiser für die entstehenden Kosten für nächstes Jahr. Wir machen halt, wenn wir jedes, wir machen jeden Monat ein Community-Event, wo wir dann beispielsweise Boards kaufen, wo man Text dran taggen kann, wo Graffitis drauf gemacht werden können. Wir haben Aufwandsentschädigung mit Tänzern, also wenn Classes unterrichtet werden, die griechischen Tänzer beispielsweise, die leben ganz normal. Und die verdienen auch nicht so viel. Und wir arbeiten halt daran, denen eine Aufwandsentschädigung zu geben, um einfach auch motiviert an dem Projekt zu bleiben. Weil das ist natürlich viel Zeit, die du investierst, quasi andere Menschen zu unterrichten. Und das wollen wir auch, wollen auch wieder was zurückgeben. Genau. Und wenn ihr da Bock habt, unser Projekt zu unterstützen, dann checkt einfach mal unseren Fundraiser ab. Auf unserer Instagram-Seite, da findet ihr dann auch einen Link zu hiphopforhope.org.com. Let me lie. Ja, ey, wir würden uns auf jeden Fall über jede Unterstützung freuen. Egal ob 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, 1 Million Euro, wir nehmen alles. Voll schön, voll schön. Also ich mache auf jeden Fall das dann auch in den Content rein, damit ihr da nochmal reinschauen könnt, weil es ist ein wunderschönes Projekt, Hip Hop for Hope. Und ja, die Menschen müssen, sollen das hören, gerade eben auch. Hip-Hop ist ein Tool, sich selbst sein zu dürfen. Und das ist das, was wir ja alle wollen. Dann zur letzten Frage, die ich immer, so, ich finde die immer so schön. Von dem Ganzen, was du jetzt in deinem Leben, in deinem Tänzersein, in deiner Gemeinschaft lernen durftest, was sind so deine drei, ja, ich sage jetzt Haupterkenntnisse oder einfach drei Erkenntnisse, drei Learnings, die du mit den Zuhörern, Zuschauern, 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 ja, gerne teilen möchtest. So drei Sachen. Was ich durch Tanzen gelernt habe, Practice makes perfect. Punkt. Wenn man wirklich Practice, 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 das macht eine Sache perfekt. Okay, wir müssen nicht perfekt sein, aber wenn du es wiederholst und wiederholst und wiederholst, dann wird es irgendwann perfekt sein. So. Und diesen Ehrgeiz und diese Disziplin zu haben, am Ball zu bleiben, ist definitiv, was ich durch Tanzen gelernt habe. So. Definitiv. Ja, dann einfach so, die Hannover Community hat mich einfach so geprägt, so ein Herzensmensch zu sein, einfach warmherzig zu sein, Menschen willkommen zu heißen, cool zu Menschen zu sein, gute Energie jemandem zu geben. Das habe ich definitiv durch Tanzen bekommen. Dritte Sache. Gute Frage. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, es läuft halt auch immer ziemlich auf dieselben Antworten hinaus, habe ich immer das Gefühl. Ja, ich glaube einfach, Gefühle rauszulassen. So. Ich glaube, das würde ich auch sagen, dass ich das durch Tanzen gelernt habe. So. Man Freud hat ja diese Theorie gebracht. So diesen Ofen mit den Gefühlen und wenn man, wenn der aufkocht und der geschlossen ist, dann wird der irgendwann platzen. So. Und das heißt, wir brauchen irgendwie ein Tool, um halt die heiße Luft schon vorher ein bisschen rauszulassen, damit der gar nicht erst explodiert. Und ich glaube, Tanzen hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Emotion frühzeitig schon rauszulassen, dass ich gar nicht erst zu einem Punkt komme, dass ich komplett an einem Extrem bin, so. Sondern schon vorher mit meinen Gefühlen mich verbinde und damit in Verbindung trete.
dass halt nicht ich irgendwie dann irgendwie in einem totalen Down bin oder so. Ja. Depression is a lack of expression, hat mir mal jemand gesagt. Und ich auch so, okay, deshalb bin ich heute nicht depressiv, dank Tanzen, oder? Weil wir immer die Möglichkeit haben, uns auszudrücken, ja, diesen Ventil zu haben. Ja, boah, mega nice Spruch. Mega, Ja. mega nice Spruch. Vor einer Woche so ein Foto gesehen, wie so ein Junge, so ein Comic mit so 4 Bildern. Und dann ist er im ersten Bild ist er rot und dann hat er so ein Blatt Papier vor sich und dann fängt er an zu malen. Dann siehst du, wie so beim zweiten Bild ist dann so ein bisschen Farbe auf dem Bild und er wird so ein bisschen blau statt rot. Und dann im dritten Bild ist er Hälfte, Hälfte so, Hälfte rot auf dem Papier, Hälfte rot ist er blau. Und im letzten ist er dann halt komplett blau und alles Rote ist auf dem Papier. Finde ich ein mega geiles Image. Das bringt es einfach so auf den Punkt, oder? Hey, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich danke dir von Herzen. Es war für mich auch wieder so einfach wunderschön, mich mit dir austauschen zu dürfen. Ich Danke habe dir. so viel Inspiration und Power wieder aus dem nehmen können. Und ja, echt von Herzen danke, dass du dir die Zeit genommen hast und das mit mir geteilt hast, weil ich denke auch, Teilen ist so wichtig und halt eben auch diese, egal wo, dieses Netzwerk zu haben, wo du dich gegenseitig auch unterstützt und pushst und irgendwo haben wir ja alle die gleiche Liebe, die wir gerne auf der Welt spreaden möchten. Und es ist einfach immer wieder so schön, mich mit Menschen wie dir auch verbinden zu dürfen und wieder, ja, es ist wie eine Tankstelle auch so, das, boah, ja, wir sind auf dem richtigen Weg und es ist schön und wir wollen das teilen und ja, riesen, riesen herzlichen Dank an dich, dass du so offen mit mir in diesem Interview warst und ich glaube, wir können alle ganz, ganz viel davon ziehen. Okay. Ja, ey, auch vielen, vielen Dank. Ja, hat mega Spaß gemacht. Ich würde noch gerne eine letzte Sache sagen. Ich habe Let's go. gestern ein Video geguckt und ich möchte uns alle einfach nur encouragen, ermächtigen, pushen, Ja, yeah, supporten, unterstützen. bekräftigen, bekräftigen. Wenn wir Impulse fühlen, einfach das mal zu machen und nicht Dinge nicht zu tun. So, wenn irgendwas in uns hochkommt, dann dürfen wir das machen. Und auch wenn Leute vielleicht sagen, nee, das ist nicht cool oder sowas, einfach machen und sich ausdrücken. Ich glaube, wir scheitern nicht daran, dass wir nicht kreativ genug sind oder so. Wir scheitern daran, weil wir Dinge nicht machen, weil wir uns nicht trauen. Deswegen für alle und auch für mich selbst und für dich. Wenn wir was hören, wenn irgendwas zu uns spricht in uns und sagt, hey, ich würde gerne jetzt einfach mal anfangen zu malen. Mal! Nimm den Stift Papier, mal! Hammer! So, wir werden sehen, wie schön das ist. Oder wenn du dir denkst, so, hey, wäre ja mega cool, mal einfach zur Tafel zu gehen und da mitzuhelfen. Mach! So, fang gar nicht erst an, darüber nachzudenken, was nicht daran cool ist, sondern mach es einfach und daraus wird sich so viel entwickeln. Und ja, das ist einfach so ein Reminder, den ich gestern in einem Talk gehört habe, der mir auch ja, viel zu häufig aus dem Kopf geht, so einfach zu machen, einfach auf diese Sachen zu hören und nicht zu viele Menschen da ihren Kram reinreden zu lassen, ja, einfach machen. Ja. Ach, du bist einfach ein Geschenk, auch gerade für mich. Voll gut, ich danke dir von Herzen, weil ja eben wir geben das immer nach außen, aber selbst hält man das manchmal zurück und es war gerade auch wieder so schön, das hören zu dürfen von außen. Man mach einfach, hör auf die Stimme, gerade Ja, Mann, Alter, wenn das ist so, ey. Ja, Mann. Let's go, let's change the world. Ja, echt. Was Ja, geiles Abschlusswort. Einfach machen, Leute, hört auf die Stimme und macht. machen die hier? Yes, 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 yes. Ich danke dir Ey. von Herzen, echt. So, so schön.